Das Intervallfasten liegt voll im Trend und verspricht einen nachhaltigen Gewichtsverlust, mehr Energie und Leichtigkeit im Alltag und soll sogar vor der Entstehung diverser Erkrankungen schützen. Die Fastenmethode hat auch durchaus Vorteile, allerdings kommen in den zahlreichen Erfahrungsberichten und Ratgeberbüchern die negativen Effekte häufig zu kurz. Grundsätzlich neigt der Mensch dazu, Informationen so auszuwählen, zu deuten und zu gewichten, dass sie in das eigene Weltbild passen. Man spricht dabei vom sogenannten Confirmation Bias. Demzufolge blenden wir Tatsachen, die der eigenen Überzeugung widersprechen, eher aus. Für mehr Objektivität ist es daher unerlässlich, sich auch mal gezielt mit Informationen zu beschäftigen, die der eigenen Auffassung entgegenstehen. Genau dem möchte ich heute Rechnung tragen. Ich erläutere dir die wichtigsten Nachteile, Nebenwirkungen und Gefahren, mit denen du beim Intervallfasten rechnen musst. Die negativen Aspekte sollen dich nicht dazu bringen, mit dem Intervallfasten aufzuhören oder dich davon abhalten, es auszuprobieren, sondern mir geht es darum, dass du ein ganzheitliches und möglichst objektives Bild bekommst. Starten wir deshalb direkt mit dem ersten Nachteil. Und zwar kann das Intervallfasten schnell der Einstieg in eine Essstörung sein. Schließlich geht es darum, in dem definierten Fastenzeitfenster strikt auf Nahrung zu verzichten. Jede Ernährungsform, die derart restriktive Essgewohnheiten fördert, sollte mit Vorsicht angegangen werden. Es liegt nämlich ein schmaler Grat zwischen diszipliniertem Essen und einer Essstörung. Beim Intervallfasten ist eine Form der Essstörung von besonderer Bedeutung, das sogenannte Binge-Eating. Hierbei handelt es sich um wiederkehrende, unkontrollierte Heißhungerattacken, bei denen die Betroffenen unabhängig vom Hungergefühl unverhältnismäßig große Nahrungsmengen zu sich nehmen. Diese Form der Essstörung wird durch das Intervallfasten stark begünstigt. In der Fastenphase wird das Hungergefühl nämlich größer als gewohnt, sodass man dazu neigt, nach Ablauf des Fastens mehr zu essen als nötig. Das ist letztlich ein ganz natürlicher Überlebensmechanismus, vergleichbar damit, wenn man den Atem für eine längere Zeit anhält. Der erste Atemzug nach dem Luftanhalten ist kein entspanntes Luftholen, sondern ein hektisches Keuchen. Und genau das ist Binge-Eating. Dazu kommt bei vielen der Gedanke, sich nach der Fastenphase mit einer kalorienreichen Mahlzeit oder einem Snack zu belohnen. Wobei diese Verhaltensweise bei Personen, die beim Intervallfasten nicht abnehmen möchten, sogar gefördert wird. Um das Körpergewicht zu halten, ist nämlich eine isokalorische Ernährung erforderlich. Also, dass man die gleiche Kalorienmenge zuführt wie vor dem Fasten. Da die Nahrungsmenge aber in einem kleineren Zeitfenster untergebracht werden muss, sind größere Mahlzeiten erforderlich. Beide Faktoren fördern unkontrollierte Essattacken im Rahmen einer Binge-Eating-Essstörung. Das heißt natürlich nicht, dass jede oder jeder Fastende zwangsläufig eine Essstörung entwickelt. Es besteht aber ein erhöhtes Risiko, dessen man sich bewusst sein sollte. Letztlich spielt hierbei aber auch eine große Rolle, wie stark man sich zur Einhaltung des Fastenzeitfensters zwingt. Wer ohnehin morgens keinen Hunger hat und intuitiv erst später am Tag mit dem Essen beginnt, praktiziert ganz automatisch eine Form des Intervallfastens und hat ein geringeres Risiko als Personen, die sich zur Einhaltung des Fastenzeitfensters zwingen müssen. Der zweite Nachteil, den ich ansprechen möchte, ist die Gefahr einer Mangelernährung. Denn immer dann, wenn die Nahrungszufuhr eingeschränkt wird, besteht langfristig die Gefahr, einen Mangel an essentiellen Nährstoffen zu entwickeln. Das ist bei herkömmlichen Diäten der Fall, wenn das Kaloriendefizit nicht dadurch erreicht wird, dass ungesunde Lebensmittel durch kalorienarme, unverarbeitete Lebensmittel ersetzt werden, sondern dadurch, dass einfach weniger gegessen wird. Genauso aber beim Intervallfasten, weil es lediglich auf das Timing der Mahlzeiten und nicht auf die Lebensmittelauswahl ausgerichtet ist. So wird in der Regel einfach weniger gegessen, an der Zusammensetzung der Ernährung aber nichts geändert. Wenn man beim Intervallfasten zum Beispiel einfach das Frühstück weglässt, wird die Ernährung einseitiger und es fehlen natürlich die Nährstoffe, die man normalerweise mit dieser Mahlzeit aufgenommen hätte. Vermeiden lässt sich das Ganze, indem man beim Intervallfasten besonders auf eine ausgewogene Ernährung achtet, die aus unverarbeiteten, nährstoffreichen Lebensmitteln besteht. Zusätzlich ist es hilfreich, die eigene Nährstoffversorgung durch eine Blutuntersuchung beim Hausarzt regelmäßig überprüfen zu lassen. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt, dem Mangel an Evidenz. Auch wenn die bisherigen Studien darauf hindeuten, dass das Intervallfasten einige gesundheitliche Vorteile bietet, muss man sagen, dass die Datenlage insgesamt eher dünn ist und noch viel Forschungsbedarf besteht. Viele Ergebnisse stammen aus Tierstudien und lassen sich nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen.
Es gibt nur wenige randomisierte, kontrollierte Humanstudien, die aufgrund geringer Probandenzahlen oder kurzer Beobachtungszeiträume meist nur wenig aussagekräftig sind. Die Auswertung der wenigen Humanstudien wird dadurch erschwert, dass es viele verschiedene Formen des Intervallfastens gibt, die sich ganz unterschiedlich auf den Stoffwechsel auswirken. Nicht ausreichend erforscht ist außerdem, inwieweit eine Kalorienrestriktion für die gesundheitlichen Vorteile des Intervallfastens verantwortlich ist. Bei vielen Studien zum Intervallfasten findet nämlich auch eine ungewollte Reduktion der Kalorienzufuhr statt. Somit besteht die Möglichkeit, dass ein Teil der festgestellten Effekte des Intervallfastens nicht durch die Fastenintervalle selbst entsteht, sondern durch die ungewollte Kalorienrestriktion. Das wäre ein klassischer Fall einer Korrelation ohne kausalen Zusammenhang. Würde bedeuten, dass die gesundheitlichen Vorteile zwar mit dem Intervallfasten zusammenhängen, aber nicht in Form von Ursache und Wirkung, weil die Kalorienrestriktion die eigentliche Ursache für die Effekte ist. Wenn das Intervallfasten eine Kalorienrestriktion erleichtert, wäre es natürlich trotzdem von Vorteil. Bei isokalorischer Ernährung wäre das Intervallfasten aber deutlich weniger wirksam. Um diesen Sachverhalt sowie die langfristigen Auswirkungen beurteilen zu können, bedarf es definitiv weiterer Forschung. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Die Hauptmotivation von Personen, die intermittierend fasten, ist häufig der Gewichtsverlust. Viele fasten in dem Glauben, besonders schnell und effektiv Fett verlieren zu können. Dazu muss man leider sagen, dass das Intervallfasten nicht die Wunderwaffe gegen Körperfett ist, als die es oft dargestellt wird. Man kann durchaus Gewicht verlieren, allerdings setzt dies, wie jede Abnehmmethode, ein Kaloriendefizit voraus. Das Intervallfasten kann zwar ein Kaloriendefizit erleichtern, erfordert es aber nicht. Wenn wir beim Intervallfasten gleich viele Kalorien zu uns nehmen wie vor dem Fasten, werden wir kein Gewicht verlieren. Wer sich im Essenszeitfenster für das Fasten belohnen möchte, nimmt sogar schnell mehr Kalorien auf und somit an Gewicht zu. Die bloße Einhaltung des Fastenzeitfensters reicht nicht aus, um abzunehmen. Auch bei gegebener Kalorienrestriktion bietet das Intervallfasten keine Vorteile gegenüber einer herkömmlichen Diät. So hat man in einer systematischen Übersichtsarbeit aus 2019 die Ergebnisse von Humanstudien analysiert und zusammengefasst, in denen das Intervallfasten mit einer klassischen Kalorienrestriktion im Hinblick auf den Gewichtsverlust verglichen wurde. In 9 der 11 betrachteten Studien konnte man keinen signifikanten Unterschied beim Gewichts- oder Fettverlust zwischen dem Intervallfasten und der Kalorienrestriktion, also der herkömmlichen Diät, feststellen. Der nächste Nachteil, den ich ansprechen möchte, ist ein gewisser Verlust an Muskelmasse, der sich beim Intervallfasten einstellen kann. Natürlich ist der Hauptfaktor, der für den Auf- oder Abbau von Muskelmasse entscheidend ist, immer noch die Aktivität der Muskulatur selbst. Wenn wir für einen längeren Zeitraum keine Nahrung mehr zuführen, ist der Körper aber gezwungen, auf eigene Reserven zurückzugreifen, um die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Zur Versorgung der glukoseabhängigen Organe wie dem Nervensystem oder der Erythrozyten wird im Rahmen der Gluconeogenese zum Teil auch Muskelprotein verbrannt. Dieser Umstand kann zu einem gewissen Verlust von Muskelmasse führen. Allerdings setzt der Proteinabbau erst ein, nachdem die Glykogenspeicher aufgebraucht sind. Insofern ist davon auszugehen, dass es erst bei längeren Fastenperioden zu einem Muskelabbau kommt. Ob schon eine 16-stündige Fastenphase ausreicht, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit feststellen. Groß ist die Gefahr eines Muskelabbaus, wenn zusätzlich ein Kaloriendefizit besteht. Um einen Muskelverlust beim Intervallfasten zu verhindern, sollten wir deshalb ausreichend Kalorien sowie Protein zuführen und regelmäßig Krafttraining betreiben, um dem Körper zu signalisieren, dass die Muskulatur noch benötigt wird und trotz Energiemangel nicht abgebaut werden sollte. Zum Thema Muskelabbau beim Intervallfasten habe ich übrigens ein eigenes Video hochgeladen, das du dir gerne anschauen kannst. Ich verlinke es oben rechts in den Infokarten sowie unten in der Videobeschreibung. Eine weitere Gefahr des Intervallfastens ist, dass das Sozialleben darunter leidet. Schließlich dreht sich ein großer Teil des geselligen Zusammenkommens ums Essen. Wenn es darum geht, mit der Familie morgens zu frühstücken oder man zu einem Geburtstagsbrunch eingeladen wird, kann das Intervallfasten schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Während man bei einer klassischen Diät die Kalorien so einteilen kann, dass auch ungeplante Speisen ins Schema passen, erlaubt das Intervallfasten bei Mahlzeiten außerhalb des Essenszeitfensters keine Ausnahme.
Allgemein lässt das Intervallfasten nicht viel Raum für Flexibilität und Spontanität, sodass es schnell dazu kommt, dass die Fastenmethode den Alltag diktiert. Natürlich kann man bei besonderen Anlässen auch mal eine Ausnahme machen, allerdings macht man sich dann häufig zu viele Gedanken, im schlimmsten Fall ein schlechtes Gewissen und läuft auf der anderen Seite Gefahr, die Motivation zu verlieren und ganz mit dem Fasten aufzuhören. Ich hoffe, ich konnte dazu beitragen, dass du ein ganzheitliches Bild vom Intervallfasten bekommst und die Vor- und Nachteile abwägen kannst, um zu entscheiden, ob du mit dem Intervallfasten beginnen möchtest oder nicht. Wenn du starten möchtest, schau dir gerne die Playlist von mir an. Dort findest du alle Videos, die ich bereits zu dem Thema hochgeladen habe. Unter anderem zu den Vorteilen des Intervallfastens und der Frage, welche Getränke in der Fastenphase erlaubt sind. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.